Ich habe es nicht gezählt, aber es waren sicher schon hunderte Male, dass ich diesen Satz aus dem Mund von einem meiner Klienten gehört habe. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Gibt es nicht den einen ultimativen Tipp gegen meine Erektionsprobleme? Wenn auch du an Erektionsproblemen leidest und der Sex dir vor lauter Stress und Versagensängsten keinen Spaß mehr macht, dann hast du dir das sicher auch schon gedacht. Warum ist alles so kompliziert? Ich kann alle Männer nur zu gut verstehen. Wer will das nicht, das Problem mit einem Fingerschnips aus der Welt schaffen? Und ja, ich weiß, es gibt Viagra und Co. Und sehr viele meiner Klienten haben einige Zeit auch auf diese Karte gesetzt. Aber auch Potenzmittel verlieren im Laufe der Jahre ihre Wirkung. Sie bekämpfen nämlich nur die Symptome und haben null Einfluss auf die Ursachen. Und die können im Laufe der Jahre, wo du zum Beispiel Viagra nimmst, fröhlich unter dem Schutzmantel der einstweiligen Funktionstüchtigkeit größer und größer werden. Potenzmittel lassen dich so lange wegschauen, bis das ganze System zusammenbricht. Du stehst dann vor einem größeren Scherbenhaufen als zu Beginn. Hier also mein erster Tipp gegen deine Erektionsprobleme. Lass Viagra und Co. hinter dir und starte damit, dich mit den wahren Ursachen zu beschäftigen. Und diese können mental oder körperlich sein. Nach meiner Erfahrung bedingen sie sich auch gegenseitig, aber das kennst du sicher selber. Hast du Erektionsprobleme, dann fokussierst du darauf, ob es klappt oder nicht. Nichts ist dann beim Sex wichtiger. Du hast einen Tunnelblick. Deine Gedanken kreisen um nichts anderes mehr. Der Genuss an der schönsten Nebensache der Welt ist komplett hinüber. Es geht dann nur noch darum zu funktionieren. Und dieses Denken zwingt dich, auf die negativen, nicht funktionierenden Dinge zu starren. Dein Weg in die Abwärtsspirale beginnt. Und um diese Abwärtsspirale zu unterbrechen, kommt hier mein zweiter Tipp. Erweitere deine Möglichkeiten beim Sex. Durchbrich alte, konditionierte Denkweisen und Erregungsmuster. Viele Männer, die an Erektionsschwierigkeiten leiden, haben über die Jahre denselben Sex. Meistens hat sich da seit der Jugend nicht viel verändert. Also, beginne dich zu erforschen. Sei neugierig auf dich. Welche Fantasien treiben deine sexuelle Lust? Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Penis? Nimmst du ihn nur wahr, wenn er nicht funktioniert? Muss ein Mann immer aktiv sein oder darfst du auch einmal empfangen? Du siehst, das sind zum Beispiel genau die Fragen, die dir deine Mindsets über deine Sexualität bewusst machen können. Fragen, die dir helfen, deine mentalen Erregungsmuster differenzierter wahrzunehmen. Bei Tipp Nummer 3 geht es um deinen Körper. Alle, und das kann ich jetzt wirklich so sagen, alle Männer mit Erektionsproblemen versuchen, diesen mit harten, langen Stößen zu entkommen. Ja, und das scheint ja nur logisch im ersten Moment zumindest. Hartes Stoßen ist gleich harte Erektion. Leider ist das der größte Fehler, den du machen kannst. Denn je härter du stößt, desto mehr müssen die Muskeln im Beckenraum arbeiten. Und je mehr sie arbeiten müssen, desto härter werden sie. Und durch harte Muskeln fließt einfach weniger Blut. Eine Erektion entsteht aber erst dann, wenn Blut in den Penis fließen kann. Du siehst, Anspannung und harte Stoßen sind der Feind für deine Erektion. Deswegen beschäftig dich mit alternativen Stoßtechniken. Ausschließlich harte Stoßen verschlimmert in der Regel dein Problem. Und daraus ergibt sich konsequenterweise Tipp Nummer 4 für dich. Trainiere deine mentale und körperliche Entspannung. Das bringt deine Erektion zurück. Und so gegensätzlich das auch klingen mag, Entspannung sorgt für einen harten Penis, nicht umgekehrt. Was musst du also tun, um den gewünschten Erfolg beim Sex zu haben? Die Lösung klingt sehr banal. Du musst den Ursachen auf den Grund gehen, sowohl auf der mentalen als auch auf der körperlichen Ebene. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat seine eigene sexuelle Geschichte. Deshalb lass dich nicht auf Standardproblemlösungen ein und betrachte deine Probleme ganzheitlich. Dein Körper und deine Gedanken hängen einfach zusammen. Du musst deine eigene sexuelle Sozialisation aufarbeiten. Du musst limitierendes Denken hinterfragen und dich aktiv mit deinen körperlichen Erregungsmustern beschäftigen.
Bei mir im Coaching habe ich das Glück, mit vielen Männern arbeiten zu dürfen. Jede Geschichte bringt mir ein Stück mehr Erfahrung und die möchte ich dir zur Verfügung stellen. Wenn du von dieser Erfahrung mit jetzt mittlerweile weit über 500 Männern profitieren möchtest und Hilfe dabei brauchst, die wahren Ursachen für deine Erektionsprobleme herauszufinden, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Wozu? Ganz einfach. Mein Team und ich bieten aktuell kostenlose Beratungsgespräche an, in denen wir dir diskret weiterhelfen. Weil mir ist bewusst, dass das ein großer Schritt für dich ist. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle nochmals ermutigen. Trau dich raus aus der Scham. Trau dich und mach den ersten Schritt, um deine Erektionsprobleme endgültig und auf gesunde Weise loszuwerden. Dieser erste Schritt ist das Gespräch mit mir. Du findest den Link dazu in der Videobeschreibung unter diesem Video. Du kannst das Gespräch ganz diskret von zu Hause aus führen, ohne dass es jemand anderer mitbekommt. Also, die Tür steht offen, du musst nur durchgehen. Ich freue mich auf dich.